willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder extrem gut gelaunt, aber auch etwas angemüdet, liebe Freunde. Wir haben schon 3 Uhr in nachts. Spaß, habe euch angeflunkert. Es ist 21.12 Uhr. Trotzdem hatte ich gerade so diesen Tiefpunkt an meinem Tag. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe gerade eine Nachricht gelesen, die hat mich kurz wieder aufgeweckt. Habe eine Screenaufnahme gemacht und wir sind bereit, liebe Freunde, für dieses Video. Denn, ja, jemand ist schwanger geworden und die Person spricht auch in Rätseln. Deshalb... Für alle, die mich noch nicht kennen, liebe Freunde, mein Name ist Shadow, was geht? Ich bin 23, komme aus Köln und ich freue mich, dass du dich hier auf meinem Kanal verehrt hast, denn das ist toll. Wir haben beide Vorteile davon. Du kriegst Content und ich verdiene Geld durch dich. Nein, so böse meine ich das so. Nein, ich bin nicht so eine. Für alle, die mich schon kennen, was geht? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute. Tolles Thema. Habe ich schon angeschnitten. Lehnt euch zurück, macht euch gemütlich, holt euch was Leckeres zu trinken. Und ich würde sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insta News. Insta News. Die heutige Folge Insta News, liebe Freunde, bestreitet und wird auch bestritten. Ja, jemand ist schwanger geworden, habe ich vorhin schon gesagt. Ich blende euch jetzt einfach das Bild ein, das Ankündigungsfoto. Jennifer Saro hat ein, sagen wir mal, Spiegel-Selfie gemacht, ja. Mit dem Emoji Baby und einem Herz. Und wenn man nach rechts gewischt hat, war da noch so ein Spruch irgendwie, man ist eine tolle Mutter, wenn man eine tolle Mutter ist, aber man ist keine tolle Mutter, wenn man keine tolle Mutter ist. So ein Spruch, nur halt auf Englisch und schön, Pinterest-like. Und ja, der Bauch hat... hat eine Form, die der Mann... ihr wisst, was ich meine. Und was ist das im Hintergrund, dieses lange Kissen, Leute? Das ist auch so ein Schwangerschaftskissen oder ist es so ein Single-Kissen? Seid mal ehrlich, dieser lange Wurst da. Die hat man so, wenn man kuscheln will, ne? Okay. Jennifer Saro ist schwanger, das haben wir jetzt herausgefunden. Und jetzt gucken wir uns die Story an, die sie dazu gemacht hat. Denn die ist tatsächlich interesting. Wir gehen rein, weil soweit ich weiß, hat Jenny keinen Freund, war in keiner Beziehung. Vielleicht sagt sie in der Story so, yo... Leute, ich bin vergeben jetzt und ihr habt das alle nicht mitbekommen. Ich wollte das auch privat halten, aber jetzt hat er mir ein Baby gemacht. Keine Ahnung. Wir hören rein. Let's go. Ich bin super, super aufgeregt. Weil das mit ich bin gerade so nervös. Mein Herz schlägt richtig schnell. Das wird jetzt eins der schwierigsten und schönsten Stories, die ich glaube, jemals gemacht habe. Die schreibt genau das hin, was sie sagt. Okay. Ich habe kein Konzept. Ich habe mir nicht überlegt, was ich sage und wie ich es sage. Ich habe das ja auch gar nicht jetzt, also es gibt keine Planung dahinter, aber es ist an der Zeit, also ich fühle mich jetzt bereit, das öffentlich zu sagen. Ich bin schwanger und ein paar von euch ist es gestern auch schon aufgefallen. Ich habe das selber gar nicht bemerkt, weil Maxi Cosi schon in meinem Auto ist. Und ja, ein paar von euch haben das schon gesehen und... es dreht sich gerade also, in meinem Leben. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich weiß nicht, ich kenne Jenny jetzt persönlich auch. Ich glaube auch, wenn man sie nicht persönlich kennt, checkt man relativ gut. Sie ist sehr aufgeregt. Also sie ist wirklich, sie kann nicht mal in die Kamera schauen, so aufgeregt ist sie. Aber ist auch verständlich bei so einem Thema. Ich glaube, wenn ich schwanger sein würde, wäre ich auch aufgeregt. Ich glaube, dann wäre ich sehr aufgeregt, weil irgendwas würde dann ordentlich schief laufen, liebe Freunde. Okay, wir schauen weiter. Auch viel darum, deswegen war es auch schwer, das so ein bisschen geheim zu halten und ja, ich werde heute auch, wenn ich jetzt sagen würde, ich war von Anfang an super, super glücklich darüber, wäre das gelogen. Die ersten 3 Monate waren wirklich schwer. Ich habe viel geweint, ich habe viel überlegt, mir viele Gedanken gemacht, vor allem auch mit den Sachen, wo sich der Körper einfach verändert. Die Hormone, die ich auf einmal hatte, ich habe Ängste gehabt, die ich vorher noch nie hatte. Wie gesagt, ich habe so ein kleines Tagebuch auf YouTube. Logisch, also als Person des öffentlichen Lebens, vor allem als weibliche Person des öffentlichen Lebens, wenn du ein Kind austrägst, ist es früher oder später fast unmöglich, das zu verheimlichen. Außer du bist halt wirklich ein Jahr inaktiv oder 9 Monate oder 10, wie auch immer. Dann ist es vielleicht machbar, aber ansonsten, wenn du dich irgendwie zeigen willst, sieht man auf jeden Fall, dass du eine Google-runde Kugel bist. Eine Mozart-Kugel, liebe Freunde. Deshalb voll verständlich, dass man das früher oder später öffentlich macht. Ich glaube, man kann es fast, wenn man will, nicht mal nicht öffentlich machen. Und die Ängste, die dazu kommen, sind in dem Alter auch mehr oder weniger verständlich. Je nachdem, an welchem Punkt man gerade in seinem Leben ist, je nachdem, ob man damit gerechnet hat oder nicht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie nicht damit gerechnet hat. Also ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Macht, ich bin nach wie vor Single. Ich habe euch keine Beziehung verheimlicht. Ich werde aber
nichts zum Vater sagen, das finde ich, steht mir nicht zu. Das wird er dann machen, wann, ob und wie er es für richtig hält, aber ich weiß, viele von euch werden das auch akzeptieren. Der Satz ist ein bisschen kritisch, also es ist voll cool und voll gut, dass sie nichts zum Vater sagt, aber gleichzeitig den Satz, er wird etwas dazu sagen, wenn er das für richtig hält. Da kann man ja schon von ausgehen, dass es eine Person des öffentlichen Lebens ist wahrscheinlich, weil eine Person, die nicht in der Öffentlichkeit steht und bei der Sparkasse arbeitet, die wird jetzt nicht ein Instagram-Statement raushauen, weil die Person Jennifer Saro ein Kind gebrütet hat, liebe Freunde. Oder sehe ich das jetzt? Warte, oder bin ich gerade falsch? Also hat sie damit eigentlich low-key geleakt, dass es jemand ist, den man kennt? Und ich kann es euch direkt schon sagen. Nein, ich bin fein raus. Und mich dann auch nicht ständig danach fragen. Und die paar wenigen, die es dann nicht verstehen, es ist halt leider einfach so. Ja, ich bin so aufgeregt, oh Gott. Ich weiß, das ist sehr unkonventionell und doch viel verbreiteter, als man das in der Öffentlichkeit sieht. Auf jeden Fall ist es nicht die Happy Family. Ich habe geheiratet und jetzt bekommt man ein Kind oder man ist zusammen in einer Happy Beziehung und bekommt ein Kind. Deswegen fällt mir das Ganze, glaube ich, auch ein bisschen schwerer auf jeden Fall, das öffentlich zu sagen und mehr oder weniger dazu zu stehen und auch Verantwortung dafür zu übernehmen. Aber also sie spricht das gerade so an, als wäre das so schlimm, aber im Gegenteil, ich finde das eigentlich cool. Also ich finde es cool, dass sie sich für das Kind entschieden hat, so alleine dafür zu sorgen, wahrscheinlich, wenn sie jetzt keine gute Connection zu dem Vater hat. Das Ding ist, also es war ziemlich schnell klar für mich, dass eine Abtreibung nicht in Frage kommt. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass nichts ohne Grund passiert und vor allem, wenn man alles dafür getan hat und wirklich auch nicht unvorsichtig war und es dann trotzdem passiert, so wie es passiert ist, dann... Okay, damit hat sie Loki gesagt, sie haben verhütet. Man hat alles getan und es ist trotzdem passiert, dann soll es so sein. Auch krass. Dann könnte ich das einfach nicht mit mir vereinbaren, da dann nachträglich... Es gibt so viele alleinerziehende Mütter und ich weiß, dass ich finanziell und mental, psychisch in der Lage bin, ein Kind zu erziehen, mit oder ohne Partner und deswegen habe ich mich dann auch dafür entschieden, dass ich es behalte und dass ich das auf jeden Fall schaffen werde. Ich habe die Unterstützung von meiner Familie und ja, vielleicht kann ich für die eine oder andere Frau, weil ich glaube, das ist wirklich ein, was heißt ich glaube, ich finde, das ist ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man in keiner Beziehung ist, zu sagen, ja, ich bin schwanger. Und eventuell kann ich so der einen oder anderen Frau damit ein Vorbild sein oder vielleicht auch ein bisschen... Das stimmt, ich weiß, was sie meint, ich fühle, was sie meint, dieses... Man ist nicht in einer Beziehung gewesen, man ist in keiner Beziehung, man ist trotzdem schwanger. Das kommt so, aha, so, ne? Die erste Reaktion von anderen ist so, aha, okay. Aber an sich, Leute, das kann mal passieren. Ich finde jetzt nicht, dass das so ein Ding ist. Das ist halt die Gesellschaft, die da so reagiert, die da so kritisch ist. Aber come on, es geht niemandem was an, außer sie und ihn. Stärke mitgeben, zusammen stark sein. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wie ich das formulieren soll. Oder einfach so dieses Gefühl zu geben, du bist nicht alleine. Und ich bin jetzt in der 14. Woche, also im vierten Monat und wir waren gestern auch bei dem ersten Trimester-Screening und haben da dann auch gesagt bekommen, dass alles in Ordnung ist. Das ist doch schön. Das Baby ist gesund. Sowas ist ein sehr, sehr krasser Moment. Ja, und ich fühle mich jetzt, ich bin unglaublich glücklich, so wie das gerade alles läuft und dass ich schwanger bin, dass ich so ein Wunder erleben darf, dass ich schwanger sein. Die Wohnung sieht so aus, wie ihre Wohnung in Köln aussah, aber die ist doch nach Berlin gezogen, oder bin ich blöd? Ist sie wieder nach Köln zurückgezogen? Ich habe gerade vollen Hänger, Alter. Aber ich glaube, sie wohnt in Berlin. Ich habe sie vor ein paar Monaten sogar noch gesehen. Vor ein paar Wochen. Ich würde es mal so schätzen, 1,5 Monate. Und da war irgendwie Umzug nach Berlin oder sowas. Zumindest in Planung. We'll never know what happens. Sein darf. Und deswegen habe ich mich jetzt auch einfach bereit gefühlt, weil ich so glücklich bin, dass ich das mit euch teile. Und ja, ich werde mich jetzt auch gleich dran machen, das Video zu schneiden. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor der öffentlichen Reaktion. Boah, jetzt muss ich gleich wieder weinen. Das sind aber auch die Hormone einfach. Die
Oh Mann, okay, Moment. Ich bin in letzter Zeit einfach sehr emotional. Es ist überhaupt nichts los. Ich finde es aber cute, Leute, wirklich. Also die Art und Weise, wie sie das hier gerade macht, wie sie das nach außen trägt, wie sie das kommuniziert und ihre Denkweise zeigt und zeugt von Reife. Sagt man das so? Zeigt Reife. Das, ja, ist halt reif. Lassen wir es einfach so stehen. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich und ich werde auf jeden Fall natürlich noch mehr zeigen. Ich werde euch wie immer mitnehmen bei dem Ganzen und ja, ich schneide jetzt mal das Video und beruhige mich wieder. Man darf halt auch nicht vergessen, ab dem jetzigen Zeitpunkt ist sie Momfluencerin, ne? Jetzt geht's um Schwangerschaft, Baby kriegen, dann kommt das Baby, dann kommt Babykooperation und so weiter und so fort. Also man darf auch nicht vergessen, für sie ist das auch beruflich ein neuer Einschnitt. Also kann man das so sagen? Das ist jetzt nicht so, als man kann es jetzt nicht vergleichen mit man wurde befördert oder so, aber so ähnlich. Man hat einfach, man ist jetzt in einer anderen Branche, also nee, man ist in der gleichen Branche tätig, aber man ist in einem anderen Bereich. Vorher war sie vielleicht Beauty und Lifestyle, jetzt ist sie Momfluencer. Wisst ihr, was ich meine? Das ist schon ein Unterschied. Also, long story short, ich möchte kurz ein Fazit ziehen hier draus. Als allererstes, herzlichen Glückwunsch wünsche ich dir persönlich hiermit, liebe Jennifer Saro. Ich glaube, du wirst das sehr gut meistern, so wie ich dich kenne, so wie ich dich einschätze. Habe ich dich als sehr lieben Mensch kennengelernt und ich habe einfach ein Gefühl, dass du das hinkriegst. Also ich zweifle da wirklich kein bisschen dran. Deshalb mach dir da mal keinen Kopf, komm ein bisschen runter und übertreib deine Rolle nicht, okay? So, und jetzt gucken wir das, was sie danach als Nachricht bekommen hat. Liebe Jennifer, ich finde, du solltest dir bewusst sein, dass du hier erzählt hast, dass du seit 3 Monaten schwanger bist. Und dies auch weißt, aber auf YouTube die Vlogs von den letzten 2 Monaten online sind, an denen du Alkohol konsumiert hast und des Öfteren sagst, wie verkatert du doch bist. Muss ich auch einfach so unterschreiben. Jenny war jetzt nicht jemand, der nicht krass gesoffen hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die letzten Monate war, oder ich kann das jetzt nicht einschätzen, aber sie hat ja jetzt auch eine Antwort drauf. Muss mich gerade zusammenreißen, dass ich keine dumme Antwort drauf gebe. Ha, ha, ha. Also, zur Erklärung. Falls manche nicht wissen, wie SSW gerechnet werden. SSW ist wahrscheinlich bei Momfluencern die Abkürzung für Schwangerschaftswochen, liebe Freunde. Wusste ich auch nicht, bevor ich schwanger war. Smiley. Das Kind ist im August entstanden. Sama, das Kind ist im August in Produktion gegangen. Dann wurde es verpackt, verschweißt. Meine letzte Periode war im Juli. Man rechnet ab dem letzten Tag, an dem man die Periode hatte. Da das offensichtlich kein Wunschkind war, war mir höchstwahrscheinlich nicht bewusst, dass ich schwanger bin. Kann man sich mit 2 Gehirnzellen vielleicht auch selber denken. Also man merkt ein bisschen, liebe Freunde, sie ist so ein bisschen, sagen wir mal, am Schießen. Man spürt so ein bisschen dieses Salzige, so ein bisschen salty unterwegs. Ab dem Zeitpunkt, an dem ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich selbstverständlich keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Aber schön, dass wir drüber geredet haben. Wichtig. Und richtig. Also ab dem Zeitpunkt, wo sie es wusste, hat sie es nicht mehr getan. Also logisch. Also ich finde das auch so, als ob, denkt ihr jetzt wirklich, sie entscheidet sich dazu, ein Kind zu kriegen, aber trinkt weiter Alkohol und postet das dann noch in ihre YouTube-Videos so. In dem Bereich, wo sie es schon wusste, so. Macht ja keinen Sinn. Also so doof ist ja nicht mal, keine Ahnung, ich habe kein gutes Beispiel. Liebe Freunde, mehr News gibt's in dieser Insta-News nicht. Das war eine Special-Ausgabe Insta-News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Jenny, ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Lass es ordentlich krachen. Ich wünsche dir das Beste, dass du alles richtig machst. Im Bestfall auch noch einen Mann findest, der dich bei dem Ganzen unterstützt. Das wäre natürlich am allerschönsten. Das wünsche ich dir. An euch alle, liebe Freunde, stay safe. Das ist übrigens ein bezahltes Placement mit Billy Boy, liebe Freunde. Wer hat gedacht, das ist ernst? Nur weil Werbung aufploppt, denkt ihr direkt, ich mache ernst? Auch krass. Liebe Freunde, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Auf diesem Kanal kommt jeden Tag um 14 Uhr ein neues Video. Also falls du noch nicht abonniert und die Glocke aktiviert hast. Halle Jalla. Jetzt. Nein. Diskutier nicht. Mach einfach. Ihr könnt auch gerne auf Instagram vorbeischauen, falls ihr Bock habt. Würde mich auch freuen. Und ja, wir sehen uns. Auf Instagram zum Beispiel. Haut rein, liebe Freunde. Ciao. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ich tanze tropisch.